Neues Video, neues Glück. Die Niki ist zurück mit einem weiteren Pferdekauf-Video. Ja, ich habe ja auch schon in der App gesehen, dass jetzt der Dunkelfuchs drin ist. Und der hat mir natürlich sofort geschnappt. Und dann bis gestern, glaube ich. Also ich habe, glaube ich, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, 4 Tage ungefähr gebraucht, glaube ich, damit ich den gelevelt habe. Und heute wollte ich dann euch dann mal vorstellen. Und zack, da ist ja. Und wenn ihr jetzt fragt, wieso heißt die Salt Sunset? Das gibt einen Grund, weil ich wollte sie eigentlich Savage nennen. Aber, ja, man kann sie leider nicht Savage nennen. Und dann ist dann so ein Witz raus entstanden mit Pia und ist ja die Sonne. Und dann habe ich einfach gedacht, okay, Salt Sunset. Weil Salt Sun ging auch nicht. Also es ist eine Salt Sunset geworden, aka Savage. Und guckt euch mal diese Süße an. Ich finde die total goldig. Ich muss ja echt sagen, der Dunkelfuchs hat es mir ja schon angetan. Auch wenn sie gar keine Abzeichen hat, ne? Ich finde sie einfach bildhübsch. Und wir gucken uns jetzt nochmal im Schnelldurchgang nochmal das Putzen an. Und dann werde ich euch gleich auch nochmal eben in die Reitarena nehmen. Und mal so zeigen, wie die Gangarten nochmal sind. Da werde ich aber umkommentiert lassen. Und dann auch auf jeden Fall mal die Frisuren. So, ich muss mal wieder bald Wasser holen. Dann hatten wir noch das Hufe auskratzen. Ach, total süß, ne? Also echt schon goldig. Mal wieder in Kreativmodus. Ja, Pferd ausblenden. So. Schwupp. Jo. Dann flitze ich mal zur Reitarena und dann zeige ich nochmal in aller Ruhe die Gangarten. Vielleicht setze ich da auch einfach Musik drunter, weil kommentiert habe ich es ja schon mit dem Schimmel. Und dann schauen wir uns in aller Ruhe nochmal die Frisuren vom Pferd an. So, bevor ich euch nochmal die Gangarten durchgehe, würde ich mal sagen, schauen wir uns nochmal im Detail an. Wie gesagt, die hat gar kein Abzeichen, da ist jetzt nichts Besonderes dran. Ich finde aber auch süß, dass hier um die Augen herum eine andere Schattierung, eine andere Farbe ist. Und jetzt solche, ja, Bernstein, helle, braune, bernsteinfarbene Augen. Oder ja, gedacht, hell, wirklich hellbraune Augen. Ich hätte eigentlich gedacht, dass die grüne hätte, aber da kann... Nee, das ist auf jeden Fall gar kein Grün. Ist aber auch einfach auch echt schick. Und hier die Lichteffekte finde ich hier auch wieder schön gemacht. Mit diesem, dass es trotzdem leicht pelzig und flauschig aussieht. Dass es nicht ganz so glatt ist. Also ich finde, das ist schon echt schön geworden. Muss man ja auch mal echt lassen, ne? Also von... Zumindest für ein Sportpferd hätte ich jetzt nicht gedacht, dass er mir so gut gefällt. Und deswegen sind es ja auch 2 geworden, ne? Ja, dann gucken wir uns jetzt nochmal in aller Ruhe die Gangarten an, würde ich sagen. Und dann geht es auch schon zu den Frisuren. Thank you.
So, bei den Frisuren angekommen, würde ich mal sagen, gucken wir uns das nochmal genauer an. Also, Standardfrisur, Mähne ist halt ja diese etwas kurz geschnittenere Mähne, was ich halt nicht ganz so hübsch finde. Also, es geht. Es ist schwer zu entscheiden, was ich jetzt mit dem Pferd hier überhaupt nehmen möchte, weil ich hätte schon gern eigentlich eine lange Frisur gehabt. Weil die Knötchen sind mir auf jeden Fall halt Knötchen, ne? Was soll ich dazu sagen? Sind vielleicht hübsch, aber jetzt nicht unbedingt so sonderlich meins. Dann haben wir nochmal die dicken eingeflochtenen. Oder sind das hier die eingeflochtenen? Das sind die zusammengebundenen nur. Ich weiß nicht, aber auf jeden Fall, die sind ein bisschen dicker. Joa. Was noch vielleicht interessant wäre, wäre hier diese eingebundenen, also die geflochtenen Zöpfchen, obwohl die immer noch nicht lang genug sind, meiner Meinung nach. Ich weiß es einfach nicht. Aber ich finde halt hinten so schön eingebunden. Ne? Das ist schon schwer zu entscheiden. Schwer. Und hier haben wir nochmal die ganz abrasierte und die Stehmähne. Die wollte ich aber bei dem Pferd auf jeden Fall nicht nehmen. Ich wollte schon ein bisschen so stutenhaft halten. Boah, schwer. Ich finde hinten wunderschön, aber ich finde es halt doof, dass das hier einfach vorne so kurz ist. Das ist mir einfach sowas von kurz. Deswegen denke ich mal, bleibe ich jetzt fürs Erste bei der kurzen Mähne hier. Also bei der Standard-Pferdemähne. Vielleicht ändert sich das ja auch die Tage nochmal. Ich weiß es nicht. Aber es ist ja wirklich, wirklich schwer. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich bleibe jetzt erstmal dabei. Also ich muss sagen, groben und ganzen passt das auch schon so. Also wie gesagt, ich hätte es gern jetzt hier mindestens hier so ein bisschen lang gehabt. Und diese Jorvik-Wildpferdemähne, die man normalerweise auch auswählen könnte, das wäre jetzt over the top für mich gewesen. Nehmen sie anscheinend jetzt wo raus, weil die Qualität wo nicht immer so top war. Zumindest hat man das ja bei den anderen Generation 3 Pferden gesehen. Da war der Schweif damals nicht so top, obwohl die jetzt schon immer geändert haben, dass der Schweif sich hier nicht mehr verändert, sondern nur die Mähne. Ich weiß es nicht, warum sie die jetzt rausgenommen haben. Ich habe ja keinen Beweis, warum, weshalb und wie. Aber hier auf jeden Fall beim Pferd haben wir die Wahl nicht. Deswegen würde ich mal sagen, bleiben wir jetzt erstmal dabei. Ja, ihr Lieben, das war es auch so vom Pferdekauf. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen helfen und die Entscheidung abnehmen, ob das jetzt was für euch ist oder nicht. Ich würde sagen, wir hören und sehen uns zu einem nächsten Video wieder. Also macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.